Der künftige US-Präsident Donald Trump verteidigt seine Entscheidung zur Nominierung von ExxonMobil-Chef Rex Tillerson als US-Außenminister gegen Kritik. Rex ist einer der großartigsten und besten Wirtschaftsführer unserer Zeit. Er hat einige der größten Deals gemacht, die es je im Ölgeschäft oder irgendeiner anderen Industrie gab. Er ist ein großartiger Diplomat. Tillerson verfügt bislang über keinerlei politische Erfahrung, hat dafür aber enge Beziehungen nach Moskau. Kritiker halten dem Ölmanager deshalb vor, er könnte in seinem neuen Amt in einen Interessenskonflikt geraten. Trump weist die Kritik an Tillersons Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin hingegen zurück. Rex ist freundlich zu vielen Anführern in der Welt, mit denen wir nicht klarkommen. Und manche Leute mögen das nicht. Sie wollen nicht, dass er freundlich ist. Deshalb mache ich den Deal mit Rex, denn ich mag, worum es hierbei geht. Tillersons Verbindungen nach Moskau dürften allerdings in den Nominierungsanhörungen vor dem Senat eine Rolle spielen. Einige US-Senatoren haben bereits Vorbehalte gegen Tillerson durchblicken lassen. Ohne Zustimmung des Senats könnte er nicht Außenminister werden.